Moin Leute, willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge hier mit zwei Zuschauern. Einmal mit der Lana Salz und dann auch nochmal mit dem Philipp RBX. Ja, das sind heute zwei Leute aus der Community, die gemeinsam mit mir hier diese Story spielen werden. Und wir haben hier Airplane 2 als Story, so heißt die. Und wir haben hier Pilotin Kylie, die uns alle willkommen heißt. Also, was müssen wir hier machen? Wir haben schon mal Airplane 1 gespielt, da haben wir tatsächlich schon mal vor 4 Jahren war das damals, haben wir ein Flugzeug gerettet und das hier ist quasi der zweite Teil, den ich noch nie gespielt habe. Deswegen habe ich mich hier einfach mal eingenistet in diesem zweiten Spiel. Wie Sie wahrscheinlich sagen können, ist dies kein normales Flugzeug. Das stimmt, das ist wirklich kein normales Flugzeug. Und Ladies und Gentlemen, willkommen zu dieser 991 präsidentiellen Flugzeug. Okay, das heißt also, Leute, wir haben hier ein President-Flugzeug, wo wir diesmal unterwegs sind. Und du hast richtig gehört, der Präsident möchte mit euch feiern. Du hast beim letzten Mal ein Flugzeug gerettet. Okay, also ich sitze hier tatsächlich vorne. Wir verstehen immer noch nicht, wie der Captain damals die Kontrolle verlieren konnte. Wie auch immer. Du hast den Tag gerettet und das ist der Grund, warum wir hier sind. Okay, alles klar. Das heißt also, das ist die Vorgeschichte von dieser Story und in Ordnung. Genug geredet. Achso, ja, okay. Ich muss mich jetzt wahrscheinlich hinsetzen. Kann das sein? Ich glaube, ich muss mich hier so... Okay, erstmal hinsetzen. Ich glaube, es ist schon wichtig, in dem Flugzeug erstmal zu sitzen. Bitte finden Sie den Sitz, der Ihr goldenes Label mit dem Namen drauf hat. Okay, habe ich. Alter, die anderen haben das direkt schon gemacht, so. Einfach wie aus der Pistole heraus. Meine Güte. Okay, oder vielleicht doch nochmal aufstehen? Doch nochmal aufstehen? Vielleicht doch nochmal? Oder vielleicht doch? Okay, oh, warte. Oh, aber jetzt muss er sich schnell hinsetzen. Oh, wenn man es jetzt nicht hinbekommt, sich hinzusetzen. Alter! Oh, Philipp hat richtig gepokert. Richtig crazy. Okay. Wow! Okay, es gab einen kleinen Flip. Ich glaube, hätte man sich da nicht hingesetzt, wäre man jetzt in der Story gestorben. Deswegen immer aufpassen. Leute, übrigens, falls ihr auch mal mitspielen wollt, schaut auf jeden Fall in der WhatsApp-Gruppe vorbei. Dort poste ich mal rein, wann ich das spiele. Haben wir gerade eine Fassrolle gemacht. Vielen Dank für deine Zusammenarbeit. Crazy. Also, falls ihr mitspielen wollt, unten ist eine WhatsApp-Gruppe verlinkt. Da poste ich rein, wenn ich spiele. Und da könnt ihr dann einfach mitspielen. Dann adde ich euch einfach als Freund und dann kann man hier einfach so zusammen eine Runde spielen. Da könnt ihr in der Aufnahme mit dabei sein. So, ich wurde informiert, dass ein Präsidentenagent im nächsten Raum auf dich wartet. Bitte finde ihn dort und finde dort weitere Anweisungen. Oh, okay. Was? Was geht denn da ab? Das sind so einfach so zwei so verrückte, crazy Agenten einfach. Bin mir jetzt nicht so ganz sicher, was ich davon halten soll, aber mal gucken. Ich wurde informiert, dass ein Präsident... Was? Und denken Sie daran, niemand sollte davon wissen. Was? Hat er das einfach gerade gesagt? Ich wurde informiert, dass ein Präsidentenagent im nächsten Raum auf dich wartet. Was? Hat das jemand anderes gesehen? Hey, die verheimlichen was? Die sehen auch total so verheimlichend aus, so. Willkommen im Präsidentenflugzeug. Einfach so ein amerikanischer Akzent. Hi, willkommen im Präsidentenflugzeug on Glückwunsch zu dem, was du getan hast. Dein Land ist dankbar. Aha, also haben wir es hier mit Amerikanern zu tun, oder was? Folge mir zum nächsten Raum. Ich werde dir einige Anweisungen geben. Okay. Okay, okay. Das ist schon interessant. Sein Name ist einfach nur Agenten. Sind es mehrere Agenten, die aus ihm Strauß sprechen? Man weiß es nicht. Präsident ist, was? Der Präsident macht sich bereit. Er wird im, was? Er wird dich in wenigen Minuten im Speisesaal treffen. Meine Güte. Aber da gibt es so etwas, was du vorher wissen musst. Das ist hier ja doch strenger, als ich gedacht habe. Meine Güte. Der Präsident ist sehr speziell. Er wird sehr leicht wütend. Oh mein Gott. Bitte tu alles, was wir dir sagen. Verursache keine Probleme im Flugzeug. Okay. Das ist alles. Oh, man kann sich hier so ein Getränk nehmen. Darf man sich hier so einen Drink nehmen? Ein Wasser? Hä, aber wenn ich da drauf drücke... Was? Warum nehmen die nicht ein Glas Wasser? Oh, hier. Ich möchte... Oh nein! Oh Gott. Oh nein, es tut mir so leid. Oh Gott, das war Rosolino, nicht ich. Was? Das stimmt nicht. Lüge, Lüge. Lüge, Lüge. Was? Das stimmt nicht. Bitte finde etwas, um dieses Durcheinander zu säubern. Andernfalls müssen wir It's Not Philip für den Rest des Fluges einsperren. Oh Gott, schnell. Wo können wir denn was? Warte mal. Hier, guck mal. Ach, guck mal. Ah, hier ist so eine Reinigungskammer. Kann man sich so einen Besen holen. Oh Gott, schnell. Jetzt müssen wir das hier schnell wegreinigen. Alter, weil nämlich sonst der Philip eingesperrt wird. Oh crazy. Hier werden die ganzen Pfützen gerade weggemacht. Oh, okay. So, letzte Pfütze. Machen wir die letzte. Nice. Okay, da wird jetzt niemand eingesperrt. Großartig. Es ist sauber. Bitte lass das nicht mehr passieren. Puh, haben wir noch einen kleinen Tee vorbereitet. Der Präsident ist jetzt bereit. Bitte folgen Sie mir zum Speisesaal. Puh, Leute, Leute. Das ist hier doch ein bisschen spannender, als ich gedacht habe. Puh, okay. Also, ich finde es cool, mit der Community gemeinsam zu spielen. Muss ich schon sagen. Es macht schon sehr Spaß. Deswegen danke nochmal an It's Not Toast. Und Philipp. Oh nein. Ist das Präsident Trump? Ist es so eine Anspielung auf den amerikanischen ehemaligen Präsidenten? Ah, hallo. Ronald heißt er. Ah,
baue diese Mauer. Doch, es soll eine Anspielung auf Trump sein, den ehemaligen amerikanischen Präsidenten. Warte, was? Lana hieß sie, genau. Es tut mir leid. Es ist die Gewohnheit. Okay. Alles klar. Wie auch immer. Willkommen in meinem Flugzeug. Okay, alles klar. Ja, freut mich wirklich sehr. Ronald, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Mein Name ist Ronald. Ich bin der Präsident der Robloxia-Staaten. Aha. Also es ist doch ein amerikanischer Präsident, der tatsächlich hier was in diesem Flugzeug zu tun hat. Sie müssen wissen, dass sie Helden für diese Nation sind. Wir haben eine leckere Mahlzeit für diesen besonderen Moment vorbereitet. Oh! Entschuldigung, dass ich Sie unterbrechen muss, Herr Präsident. Oh nein, was ist denn jetzt los? Haben wir das Essen verloren? Das Essen ist noch nicht fertig. Ich glaube, der Küchenchef hat es vermasselt. Was? Alter, ist das da drüben die Küche? Sieht so aus wie die Küche, tatsächlich. Oh, da ist niemand drin. Was? Wirf den Koch aus diesem Flugzeug. Yo. Einfach, Philipp geht kochen. Ja, Mann. Geh, Philipp, geh. Ich kann nicht kuchen. Was hat er gesagt? Ich kann es nicht lesen. Ich kann nicht kuchen, sonst brennt die Küche. Ich kann nicht kochen, sonst brennt die Küche. Aber Mr. Präsident, ich habe noch nie Was? Ich muss kochen? Nein! Ich will nicht kochen. Oh, nein! Nein, warum ich? Warum ich? Nun, du lernst besser schnell, sonst werfe ich dich auch aus dem Flugzeug. Was? Jetzt bin ich in der Küche. Oh, nein, Hilfe! Weil ich muss dir schreiben. Hilfe! Hilfe! Arizolino, ich werde dir die Zutaten sagen und du musst sie finden und sie in den Suppentopf fallen lassen, bevor die Zeit abläuft. Was? Nein! Viel Glück! Oh, danke, Leute! Oh, nö. Wenn du die falsche Zutat nimmst, wirf sie in den Mülleimer, aber sei schnell. Oh Gott, bist du bereit? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Leute, bist du bereit? Nichts verbrennen, bitte. Ja, ich krieg's schon hin. Oh nein. Okay, die Suppe braucht Banane. Okay. Banane in die Suppe. Okay, nice one. Die Suppe braucht Trauben. Okay, Trauben und rein. Nice. Was brauche ich noch? Die Suppe braucht Pfeffer. Ist das da Pfeffer? Oh Gott, wo ist denn Pfeffer? Da, Pfeffer und rein. Huh, das war jetzt ein bisschen schwieriger. Die Suppe braucht noch mehr Pfeffer? Schon sehr, sehr viel Pfeffer, oder? Warte mal, ich schreibe mal. Zu viel Pfeffer? Fragezeichen. Zu viel Pfeffer. Okay. Zweimal Pfeffer. Die Suppe braucht Eier. Okay. No, nö. Okay, alles klar. Es kann nie genug Pfeffer sein. Okay. So, alles klar. Essen ist fertig. Alles klar. Da haben wir also ein sehr pfefferreiches, leckeres Eieressen, wie auch immer, gekocht. Oh, Junge. Okay. Aber lief doch zumindest jetzt erstmal gut, würde ich mal sagen. Also es läuft ja alles nach Plan. Oh Mann, das sieht aber lecker aus. So, jetzt setzt euch mal alle. Oh, also da muss man schon sagen, sieht nice aus, oder? Also habe ich schon auf jeden Fall was Gutes gemacht. Okay, setzen wir uns hin. Haben wir schon zumindest ein bisschen was essen. Ist ganz nice so. Und jetzt hoffentlich ist das Essen jetzt auch nicht vergiftet, ne? Weil manchmal, ihr kennt es in den Stories, Leute. Manchmal ist das Essen vergiftet und dann verliert man. Ich hoffe, hier wird niemand. Die Suppe ist gut. Danke. Genug Pfeffer? Danke. Genug Pfeffer? Lecker. Okay, alles klar. Wir haben jetzt Suppe gegessen anscheinend. Leckere Suppe. So, lecker. Ja, genug Pfeffer. Perfekt. Okay. Seht ihr, Leute? Die Community feiert meine Suppe. Wir hoffen, dass ihnen die Suppe gefallen hat. Präsident musste schon früher gehen. Was? Er sollte dich wieder in der Präsidenten-Suite treffen. Okay. Bitte folge dem Pfad zum Computerraum. Wo ist denn der Computerraum? Ist der hier? Das da sieht aus wie der Computerraum. Ah ja, das sieht auf jeden Fall aus nach einem Computerraum. Okay, viele Sitze, viele Bildschirme. Verstehe. Nicht schlecht. Willkommen im Computerraum. Kann man sich hier auch hinsetzen? Müssen wir jetzt was am Computer arbeiten? Homeoffice? Flugzeugoffice? Wir müssen diesen Raum vor jedem cybernetischen Angriff auf unserem System beschützen. Der Präsident wartet in der Präsidenten-Suite. Achso, guck mal, da ist die Präsidenten-Suite. Und wir müssen jetzt diese PCs hier hacken oder so? Ich spiele jetzt Minecraft. Junge. Ich spiele jetzt Roblox. Roblox in Roblox? Jetzt musst du versuchen, den Code herauszufinden. Viel Glück, Hacker. Oh nein. Du spielst Roblox in Roblox? Oh mein Gott, okay. Ja, okay. Was dagegen? Oh Leute, das wird so crazy. Ja, was müssen wir denn machen? Ah ja, guck mal, hier sind so Bildschirme. Da müssen wir die einfach einschalten. Oder vielleicht kennt ja Philipp schon den Weg. Vielleicht müssen wir die alle in einer Farbe machen. Warte. Alle in einer Farbe? Fragezeichen. Müssen wir die irgendwie umändern? Guck mal, da blau. Alles rot. Oder alles blau. Okay, warte.
Ah, nice one. Okay, alles rot. Perfekt. Easy. Wow. Wir müssen wirklich dringend an unserem Code arbeiten. Ach, wir haben den Code jetzt ganz easy geknackt. Ah, das war ja too easy. Okay, treffen Sie den Präsidenten im nächsten Raum. Okay, wir sind schon im nächsten Raum. Und der Präsident ist hier immer noch ganz schön sauer, Leute. Ganz schön sauer. Deswegen checken wir mal aus, was da jetzt abgeht. Puh. Schlafzimmer. Hallo wieder. Entschuldigung, dass ich früher abreisen musste. Ich musste alles vorbereiten. Ja, wie auch immer. Wie meint er das? Irgendwas ist hier komisch, Leute. Wie auch immer. Als unsere ganz besonderen Gäste werde ich dich in meinem Präsidentenschlafzimmer schlafen lassen. Alter, nice one. Aus irgendeinem Grund kann ich den Schlüssel nicht finden. Kann ihn jemand suchen? Ich glaube, ach so, guck mal, da in der Ecke. Yo, Philipp hat ihn direkt gefunden einfach. Junge, der liegt einfach da hinten hinter dem Schrank. Philipp hat ihn so direkt so angesneakt. Ah, großartig. Öffnen wir die Tür. So, dann haben wir hier ein nices Zimmer. Einfach ein Bett zu dritt. Übernachtungsparty. Okay, Übernachtungsparty. Ja, das stimmt, ich würde sagen. Tanzparty. Oh yeah. Oder wie konnte ich nochmal tanzen? Ich glaube, ich muss auf Punkt drücken. Ah ja, dann kann ich hier eigentlich so einen nicen Hype-Dance machen. Aha, aha. Was? Ich werde euch Zeit geben, um es euch bequem zu machen. Alter, wir haben es richtig bequem hier gerade. Bei uns geht's richtig ab, Mann. Okay, also wir haben hier einen Fernseher. Wir sind eigentlich in der Präsidenten-Suite. Stellt euch mal vor, einfach so ein Platz im Flugzeug. Leute, ihr kennt es. Wenn man normalerweise Economy fliegt im Flugzeug, man hat da gar keinen Platz. Und der hat hier einfach so ein gesamtes Bett. Und der hat hier auch nochmal so ein Blatt Papier. Er stand da dran. Okay, jetzt ist dunkel geworden. Das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen crazy. Hey, 1 von 7. Es ist schon Nacht. Okay. Hä, aber ich habe jetzt ein Papier von 7 gefunden. Seht ihr das? Das ist jetzt neu erschienen. Ich kann nicht schlafen. Es gibt etwas an diesem Flug, das mir Angst macht. Oh, Lana hat wieder Angst, Mann. Leute, der Vorhang. Oh, was? Warum dreht sich denn der Vorhang hier auf? Vorhang! Alter, ein selbstbewegender Vorhang? Ist das etwa Technologie? Ist das etwa AI? Oh Gott. Oh mein Gott. Oh no, nein. Oh Gott, Alter, das ist einfach ein Monster. Alter. Okay, alles klar. Ist das zufälligerweise das Monster aus dem ersten Teil? Ich kann mich gar nicht mehr so richtig erinnern. Hast du mich schon so früh vergessen? Oh oh. Oh oh. Oh mein Gott, Feuer. Lana, pass auf. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, Gott, Gott. Oh Gott, oh Gott. Wir müssen wegrennen. Hä? Alter, da ist diese Lavamauer. Woher kommt die denn? Okay, okay, okay. Ich glaube, wir müssen hier komplett durchrennen. Alter, was geht denn hier ab? Alter, wollt ihr mich eigentlich laxen? Das ist ja abgefahren. Ganz entspannt. Müssen nur... Warte mal. Jetzt, ah, nee, guck mal, da kommt die Lavamauer wieder. Eieiei, das ist ja crazy. Okay, da müssen wir aufpassen, Leute. Ganz schön rot ist hier alles jetzt geworden. Das ganze Licht hat sich da jetzt verändert. Bisschen so Alarmzustand, aber wir kriegen das schon hin. Lagerung? Müssen wir in den Lagerraum? Oh, okay, und dann noch da hoch. Okay, okay, okay. Verstehe. Sind wir hier sicher? Sind wir hier sicher? Oder noch höher? Oh. Eigentlich geht ja nicht noch höher. Wir sind, glaube ich, schon sogar... Ich hoffe, ja. Oh Gott, okay. Oh, Leute, das ist ja richtig krank. Alter, voll die fesselnde Story. Sind wir jetzt sicher? Ich hoffe auch mal, dass wir irgendwie sicher sind. Was? Wir können nicht höher. Oh mein Gott, da kommt die Lava. Oh mein Gott. Alter, jetzt bloß nicht reinfallen. Einfach nur nicht reinfallen. Einfach nur chillen. Der Boden ist Lava. Okay, great. Oh, Leute. Ist so cool, mit der Community zusammen zu spielen. Ist richtig cool. Das Feuer ist verschwunden. Was ist jetzt passiert? Okay, keine Ahnung. Aber ich glaube, wir können wieder runter. Guck mal, hier gibt es noch sowas wie ein rotes... Was ist das? Ist das ein Telefon? Ich glaube, das ist sowas... Alter, kann man da dran gehen? Hallo? Leute, das Telefon. Wir sollten es abheben. Lass mal da rangehen. Ich will als erster draufklicken. Ich will als erster drauf. Wer hat geklickt? Ich! Haha! Hallo, wer ist da? Hallo? Oh, die Pilotin. Hey, Leute. Ich bin froh, dass du abgeholt hast. Abgeholt oder abgehoben? Ich glaube, sie meint wahrscheinlich abgehoben. In diesem Flugzeug ist wirklich was Schreckliches passiert. Ach, du sagst es nicht. Du sagst es. Ich kann euch nicht viel über das Telefon sagen. Ihr Leute müsst unbedingt in die Pilotenkabine kommen. Puh, okay. Das Problem ist, die Tür ist verschlossen. Gib mir eine Minute, währenddessen ich versuche, sie aufzumachen. Okay. Das heißt also, die macht jetzt irgendwie die Tür auf, versucht näher zu kommen, währenddessen ich das mache. Aber seien Sie vorsichtig, das Monster konnte in der Nähe sein? Wie jetzt das Monster? Oh nö, ey, fang jetzt nicht an. Was müssen wir jetzt machen? Wo ist das Monster? Ah, das rote Licht ist aus. Was? Du wirst mir dieses Mal nicht entkommen. Oh nö, bitte lass ihn uns nicht erwischen. Von wo kommt er denn? Ist der weiter vorne? Ach, guck mal, okay, wir haben so einen Timer von einer Minute. Was? Hilfe, ein verrücktes Monster verfolgt mich. Wo ist er? Oh mein Gott, es ist hinter uns, kann es sein? Oh, 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 oh. Okay, okay. Alter, ich habe es gar nicht gesehen. Wir sind die ganze Zeit vorne lang gelaufen. Es war die ganze Zeit hinter uns.
das verfolgt uns jetzt die ganze Zeit. Oh mein Gott. Okay. Ganz entspannt. Ist es jetzt weg? Hä, wechselt das die Position? Nee, das läuft uns nur hinterher. Oh, wir müssen jetzt einfach die ganze Zeit so ein bisschen im Kreis laufen. Oh, und wieder in die andere Richtung. Okay, ich finde, wir als Team machen das hier gerade richtig gut, weil dadurch verfolgt uns jetzt nicht die ganze Zeit dieses Monster. Oh Gott, wir dürfen nicht sterben. Ah, oh Gott, oh, Alter, es kommt jetzt schon nah. Hä, es hat sich wegteleportiert. Da ist es wieder. Okay, oh, okay. Also es kommt immer mal wieder her, aber es war jetzt nicht schwer, davon wegzukommen. Sagen wir es mal so. Also es war sehr easy eigentlich. Deswegen, easy. Die Tür ist jetzt geöffnet. Gehen Sie rein. Pilotenzimmer. Ist es das hier? Ja. Nice one. Okay, Leute, jetzt sind wir im Pilotenzimmer, wenn alles gut geht. Super. Also, hier, sind wir jetzt sicher? Keine Ahnung. Okay, was ist hier los? Ich habe das Monster wieder gesehen. Ich habe das Monster auch gesehen. Oh Gott. Hat er uns hier reingefolgt? Hat uns das Monster hier hereingefolgt in die Kammer? Nicht, oder? Sag mal, das ist die Pilotin. Guck mal, da sitzt sie ja. Ah, es hat dich nicht hierher verfolgt. Es hat dich hierher kommen lassen. Wieder. Oh nein. Oh oh. Oh Mist. Oh oh. Das ist jetzt richtig mies, Leute. Die Pilotin hat uns extra hierher gebracht mit dem Monster. Die gute Nachricht ist, dass ich nicht nur eine Pilotin bin. Ich bin auch ein Geheimagent. Und ich weiß alles über dieses Monster. Oh, okay. Das heißt, sie ist doch gut. Das Monster war mal ein Mensch. Aber es hat keine Freunde. Tatsächlich hat es niemand gemocht. Und da ist etwas über Flugzeuge. Er war immer verrückt nach Flugzeugen, dieses Monster. Auf eine beängstigende Weise. Ha, okay, Leute, das ist ganz schön crazy. Er liebt es, Nachrichten über Flugzeugabstürze zu lesen. Oh mein Gott, was für ein verrücktes Monster. Wie kann man sowas nur mögen? Oh Mann, und er hat versucht, das Flugzeug abstürzen zu lassen. Und dann starb er an einem Herzinfarkt. Und er versucht dann, Leute wie euch zu jagen, weil er uns dann für den Tod verantwortlich machen möchte. Okay, das ist quasi die Geschichte des Monsters. Das müssen wir wissen. Also das Monster ist quasi einfach nur ein verrücktes Monster, was irgendwie jede Form annehmen kann. Er könnte jeder Agent sein. Er könnte sogar der Präsident sein. Aber ich bin mir noch nicht sicher. Okay, das heißt also, das Monster kann jeder von uns sein. Nimm diese Waffe. Oh mein Gott, was? Wir kriegen eine Waffe? Ich nehme die Waffe. Nein. Nein, ich nehme die Waffe. Hä, wo ist die Waffe? Wo ist die? Ist es die da? Oh, die da. Ich nehme den Schuss. Schuss. Hab ich? Nein, Philipp hat sie genommen. Philipp, nein. Oh, nö. In Ordnung. Viel Glück, Jungs. Oh mein Gott. Bitte vorsichtig. Hä? Erschießen wir jetzt dieses Monster oder was? Okay, Philipp muss jetzt zielen. Oh, Leute, okay. Das ist so crazy. Oh, da ist der Präsident. Ist alles so dunkel. Da bist du. Wir haben nach dir gesucht. Okay, es ist vorbei. Wir haben herausgefunden, dass du das Monster bist. Warte mal. Warte! Nimm die Waffe runter. Was? Philipp, du kannst sie doch nicht einfach so erschießen jetzt. Oh Gott. Wir wissen alles über deinen Plan, uns zu töten. Oh Gott. Oh nein. Jetzt werden wir ihn angreifen. Wir wissen, dass einer von euch das Monster ist. Jetzt weiß ich gerade nicht mehr, wem ich glauben soll. Der Pilotin oder doch dem Präsidenten? Du machst einen großen Fehler. Wir sind keine Monster. Und was machen wir jetzt? Ich traue dir nicht. Warte mal, was? Nein. Ich schieß dich. Was? Ich traue dir nicht. Oh nein, er schießt einfach. Oh. Hä? Und jetzt? Oh mein Gott. Er hat den Agenten erschossen und es war das Monster. Oh mein Gott, es war das Monster. Alter, der Agent war das Monster. Und wir hatten ja auch am Anfang diese kleine Konversation mitbekommen in diesem Fenster, wisst ihr noch? Er war es. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das heißt also, es hat sich gelohnt. Wir haben uns einfach gerade das Monster einfach erschossen und den Präsidenten der Vereinigten Staaten oder den Vereinigten Roblox-Staaten gerettet. Okay, herzlichen Glückwunsch, Passagiere. Ihr habt den Tag mal wieder gerettet. Nice, Mann. Aber sag mal, haben wir nur ein Papier von 7 gefunden? Das ist ja abgefahren. Da hätten wir auf jeden Fall noch was Besseres machen können. Aber es ist, wie es ist. Was? Zum Glück ist es jetzt für immer und ewig erledigt. Oder? Ist es das? Endlich ist es weg. Es wird bestimmt noch weitergehen. Okay, Leute, das war Airplane Story 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt einen Daumen nach oben, schaut gerne im Shop vorbei. Dort haben wir übrigens auch Süßigkeiten im Angebot. Zum Beispiel habe ich hier noch die Warheads Ooze tatsächlich bei mir liegen. Ich habe sie jetzt vergessen zu essen. Aber schaut auf jeden Fall rein. Dort gibt es richtig coole Dr. Augen, Süßigkeiten, alles Mögliche. Einfach bei uns im Shop mal vorbeisehen. Und nicht vergessen, das Roblox-Buch von Lino holen. Und danke auch an die Community, Leute. Falls ihr mitzocken wollt, auf jeden Fall in der WhatsApp-Gruppe mal beitreten. Wollt ihr noch jemanden grüßen? Fragezeichen. So, können wir noch mal kurz fragen, ob die jemanden grüßen noch wollen? Ja, los. Ja, kann man sich selber grüßen? Ja, darf man.
Also, Lana grüßt sich selber und der gute alte It's Not Philip, er grüßt seinen Freund Katatalin. Und ihr könnt auch gerne in der Gruppe in WhatsApp einfach beitreten, ne? Und könnt dann gerne auch einfach mal mitspielen, wenn es mal wieder neue Runden gibt. Deswegen unbedingt reinfolgen. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit den beiden. Vielen Dank nochmal an die. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Ciao!